So, wir sind nach jetzt 500 auf dem Weg. Links halten, Beschilderung in Richtung Düsseldorf, Köln folgen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Duisburg, denn wir werden eine Tesla-Fahrt machen und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu einem Tesla-Test-Video. Ganz neu. Toni weiß genau Bescheid über welches Modell. Welches war das mal? Modell? Model Y. Model Y werden wir testen. Ich würde euch ein bisschen mitnehmen. Es wird ein kleines entspanntes Video. Ja. Ich hoffe, euch gefällt's. Falls ja, gerne den Kanal abonnieren. Gerne ein Like da lassen und gerne kommentieren, ob ihr schon mal mit einem Tesla gefahren seid, wie ihr Tesla findet oder welches Auto ihr fahrt. Also ich fahre ja Mitsubishi. Wir fahren, also Toni fährt einen VW Airline. 2023er Version. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Und ja, sehen wir uns gleich in der Tesla Hauptzentrale Duisburg. So, wir sind jetzt angekommen und besonders schön sieht es jetzt nicht aus. Aber naja, Tesla ist Tesla, ne? So, wir sitzen jetzt im Tesla. Alter! Also dem Typen darfst du das nicht haben. Wir haben jetzt die Performance-Variante. Und ja, ich sag nur, also ich brauch's nicht, weil, also ich finde schon wieder zu viel, aber sieht schön aus, ist mit Panoramadach, ja. Hat eine Bildübertragung, ist ja Wahnsinn. Und, also mir sieht halt voll cool aus, ja, Tesla ist an sich schön, aber, und dann ist jetzt auch ein weißes Auto. Ich habe die ganze Zeit übertragen, die Seiten. Ganz gut für einen Unfall. Läuft. Man sieht sogar die Person, die vor einem an der Ampel geht. Man sieht die Ampel. Ist schon echt cool. Bei Dashcam Videoclips. Schon leer. Jetzt fahren wir mal auf der Autobahn und gucken mal, wie schnell er ist. Naja, leer ist es jetzt nicht, aber. Oh, fick meine. Alter! Oh mein Gott! Ey, ich krieg hier doch noch einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, glaube ich, ob ich es drauf habe, aber. Alter! Nee, das ist mir. Das ist too much. Jesus Maria Christus, oh, die Kupplung ist mir echt zu hart. Und erstmal drei Kameras vorne an der Seite. Kannst sogar fokussieren drauf. Läuft. Mach doch. Oh my goodness. Wir sind jetzt im Parkmodus. Ich stelle mal noch ein bisschen runter. Wir sind jetzt gerade im Parkmodus und es gibt hier einige Spielereien. Beispielsweise Farbauswahl natürlich, ne, vom Innenraum. Lichtspektakel kann man einstellen, wenn man das Auto parkt, dass man hier so eine Lichtshow macht oder halt auch Boombox. Wenn man das Auto abstellt, kann man Musik spielen für die Leute, die um das Auto stehen. Oder Megafon, da könnte ich jetzt nach draußen sprechen, wenn ich möchte. Emission. Schön, du kannst auch den Hubton kannst du auch ändern, ne? Genau, ich kann den Hubton ändern. Ich kann hier Megafon, kann ich dann nach draußen sprechen. Dann kann ich hier eigene Songs produzieren, ein Lagerfeuer anmachen, ein bisschen zeichnen, die Karte, wo wir fahren, als Marsoberfläche darstellen oder wir sind selber Santa Claus. Oder man hat hier einen Regenbogen, wenn man den Autopiloten aktiviert hat. Ich weiß gar nicht, Megafon, sollen wir da mal raufgehen? Nein. Hallo! Ja, das sind hier so einige Spielereien. Ansonsten haben wir die Kameradarstellung natürlich. Wir haben hier Radio und einige andere Sachen. Also es ist schon ganz lustig.
Ja, hier haben wir Spiele. Es ist ganz lustig, mit dem Ding zu fahren, aber es ist einfach zu teuer. Im Grundpreis Model Y kostet 70.000. Das ist jetzt hier die Performance-Variante, die kostet nochmal 18.000 mehr. Na, ich habe mich da schon mal ein bisschen informiert. Also mir wäre es auf jeden Fall zu teuer. Macht aber auf jeden Fall Spaß, damit zu fahren. Ja, und für die Leute, die sich fragen, Timo, warum fährst du nicht? Erstens ist mir gerade richtig schlecht geworden durch das Beschleunigen. Ja. Wo er noch nichts im Magen hat, ne? Bevor ich das ganze Auto dann nachher vollkotze. Aber ich finde es schade, dass man das Panoramadach nicht noch freischalten kann oder so, ja, weißt du? Dass man durchschauen kann. Na, also, aber es reicht ja, ne? Er hat auf jeden Fall gesagt, das Panoramadach, das ist auch sehr, also es ist halt, ja, ist halt nicht sonnenlastig, sondern wohl dagegen. Ja, und ich habe schon die Dinge, ach, ist doch egal, soll der das dann nachher machen. Ah ja, und wie man vielleicht hier sieht, man kann das hier so aufklappen und dann hat man so ein schönes Lichtlein. Wow. Das ist mit Touch. Ach so. Dann ist es so, und was ist das hier? Das ist einfach nur... Ich denke mal, eine Induktivladestation. Das muss ich ausprobieren. So, Sichtwechsel. Jetzt bin ich mal dran. Ich habe auf Parkmodus gestellt. Die ganzen Gänge werden noch einfach nur über den Hebel angewählt. Blinker ist ganz normal. Ansonsten muss man im Menü vorwählen, dass man hier über die Knöpfe was auswählen kann. Ich steige jetzt mal aus. So. Haben wir den Model Y in weiß. Ist schon ein dickes Ding. Ich gehe mal hier auf den Gehweg. Aufgrund der Beschleunigung haben wir jetzt schon einiges an Prozenten verbraucht. Kriegt man den hier auf? Ja. Ist auf jeden Fall ein schön großer Kofferraum. Es hat schon einiges an Spielereien, muss man sagen. Sehr, sehr modern das Fahrzeug, aber ist halt wie gesagt sehr, sehr teuer. Aber macht Spaß damit zu fahren. Ja, natürlich kenne ich hier von der Arbeit. Man muss auch immer dabei sein, wenn du aufsteigst, wird die Scheibe ein bisschen runtergedreht. Ah ja. Wahrscheinlich um Luftzufuhr oder so, keine Ahnung. Ich denke mal, damit die Scheibe nicht springt. Aber es ist sehr hallig. Ja, es hallt hier sehr drin. Ja, das ist der Model Y. Ja, wir sind wieder zu Hause. Was sagst du denn zu der Testfahrt? Würdest du dir einen Tesla gönnen, wenn du kein Auto hättest? Wie kein Auto hättest? Wenn du kein Auto hättest. Habe ich denn genug Geld dafür? Ja. Ich sag mal so, die Akkus müssen sich verbessern. Es muss wesentlich mehr Schnellladestationen geben. Dann würde ich mir das überlegen. Aber so ein Elektroauto, da hast du circa 4 bis 5 Jahre was von, ja. Weil die Akkus dann irgendwann in eine Breite gehen. Und deswegen nehmen viele Gebrauchtwagenhändler auch keine E-Autos zurück, weil diese Akkus erneuert werden müssen. Und die kosten genauso viel wie ein Verbrennerneuwagen. Ja. Da muss man halt alles bedenken. Es ist Fahrspaß, man hat da erstmal Spaß dran, aber man muss halt immer bedenken, dass die Dinger halt auch schnell in die Knie gehen. Wie viele Punkte gibst du von 10, die Fahrt, die halbe Stunde? Ja, von der halben Stunde hatten wir 20 Minuten Ampeln. Also, ja, 7,5. Also ich muss auch sagen, also vom Komfort, die ganze Zeit mein Finger da. Vom Komfort her muss ich sagen, ist echt okay. Mal was anderes, aber so an sich. Wie gesagt, es hat ja schon da dran geheilt. Und ja, ich würde auch vielleicht so 7 Punkte geben. Kaufen würde ich mir ihn vielleicht, ja, wie gesagt, wenn das Toni gesagt hat, wenn die einfach mehr Kilometer Reichweite haben. Ja. Und bis jetzt bin ich noch sehr glücklich mit dem Verbrenner, den ich erfahre. Und ich denke mal, es wird auch erstmal bleiben. Ja, wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon denkt, von den ganzen E-Autos. Seid ihr Team Verbrenner, Team E-Auto? Schreibt es gerne in die Kommentare und gebt mir euer Feedback. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Tschüss!